Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Auf die Überholspur, dem Fragenblock der Fahrschule Alpenland. Und heute haben wir von der Sophie eine spannende Frage bekommen. Sie hat nämlich ihrem Papa gesagt, dass man mit dem B-Führerschein auch einen LKW fahren darf. Der Papa hat ihr das nicht geglaubt. Das klären wir heute auf. Ja, was darf man mit dem B-Führerschein in Österreich lenken? Dass man einen BKW fahren darf, das sollte eigentlich logisch sein, sonst würde man nicht in die Fahrschule kommen und den B-Führerschein machen. Grundsätzlich heißt es, man darf mit dem B-Führerschein Kraftwagen. Und die Frage ist dann immer, was ist ein Kraftwagen? Kraftwagen sind mehrspurige Kraftfahrzeuge. Bis zu einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3500 Kilo und maximal 8 Plätzen für beförderte Personen. Da kommt dann der Lenker noch dazu, also maximal 9 Sitzplätze dürfen drinnen sein. Also ein BKW sollte im Normalfall kein Problem sein. Das darf ich mit dem B-Führerschein logischerweise fahren. Die Frage ist dann, darf man auch einen Traktor mit dem B-Führerschein fahren? Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest. Aber ein Traktor ist natürlich ein Kraftwagen, ist ein mehrspuriges Kraftfahrzeug. Wenn dieser Traktor nicht mehr als 3500 Kilogramm höchst zulässiges Gesamtgewicht hätte, dann darf ich auch mit einem Traktor mit dem B-Führerschein fahren. Diese Traktoren, die Landwirte betreiben, die haben alle mehr wie 3,5 Tonnen, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber es gibt zum Beispiel vom Stadtgartenamt in Klagenfurt so Rasenmähertraktoren, die ein bisschen größer sind, die auch für den Verkehr zugelassen sind, die haben auch ein Kennzeichen drauf. Und die haben logischerweise keine 3,5 Tonnen höchst zulässiges Gesamtgewicht, sind aber als Traktoren typisiert. Die darf ich ganz normal mit dem B-Führerschein lenken. Du kennst das auch im Winter. Bei der Schneeräumung für die Gehstege gibt es so kleinere Traktoren. Auch das sind Traktoren, die darf ich mit dem B-Führerschein ganz normal fahren. Ja, und dann ist die Frage, darf ich auch einen LKW mit dem B-Führerschein lenken? Und da muss man sich einfach überlegen, naja, ein LKW ist auch ein Kraftwagen, also ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, ganz normal. Wenn dieser LKW weniger als 3500 Kilogramm höchst zulässiges Gesamtgewicht hat, dann darf ich auch mit dem LKW, mit diesem LKW fahren. Wenn du dir überlegst, man kann bei Möbelhäusern, kann man oft so einen Transporter ausborgen, um sein Wohnzimmer heimzuführen, das sind alles LKW. Und die darf ich ganz normal mit dem B-Führerschein fahren. Ja, die haben ein höchst zulässiges Gesamtgewicht von knapp unter 3500 Kilogramm, kann ich ganz normal mit dem B-Führerschein fahren. Auch diese Paketdienste, DPD, DHL, die kennst du alle, das sind alles LKW, die aber runtertypisiert sind, eben auf 3500 Kilo und die darf ich natürlich auch mit meinem B-Führerschein fahren. Überhaupt kein Problem. Ich darf aber dann natürlich nicht mehr als 3500 Kilogramm erreichen. Ja, das ist dann oft schon ein Problem. Aber grundsätzlich darf ich solche Fahrzeuge fahren. Und dann ist die Frage, darf man auch einen Omnibus mit dem B-Führerschein lenken? Naja, auch ein Omnibus ist ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, also ein Kraftwagen. Wenn dieser Omnibus nicht mehr als 3500 Kilo höchst zulässiges Gesamtgewicht hat und, da muss man jetzt aufpassen, nicht mehr als 8 Plätze für beförderte Personen, also sprich 8 Menschen können im Auto, also in diesem Omnibus außer mir als Fahrer Platz nehmen, dann darf ich auch mit dem B-Führerschein einen Omnibus lenken. Solche Busse gibt es. Ich kenne nur einen von der Firma Iveco. Der hat genau 8 Plätze, 3400 Kilogramm höchst zulässiges Gesamtgewicht. Überhaupt kein Problem, darf ich auch mit dem B-Führerschein fahren. Wenn es 9 Sitzplätze gibt plus dem Lenkerplatz, ob die besetzt sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, dann darf ich diesen Bus natürlich nicht mehr fahren. Da bräuchte man den Führerschein der Klasse D. Also was darf man jetzt alles fahren? BKW, Traktoren unter 3,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht oder bis zu 3,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht, LKW bis 3,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht und Busse bis 3,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht und maximal 8 Plätzen. Hättest du auch alle erraten? Lass uns einen Kommentar da, ob du das auch so gesehen hättest. Du kannst diesen Kanal unterstützen, indem du ein Like da lässt, ihn abonnierst und vielleicht eine Frage schickst. Das würde uns auch helfen, Themen zu finden, was dich interessiert. Muss jetzt nicht aus dem Fahrschulbereich sein, kann auch aus dem normalen Leben im Straßenverkehr sein. Schick uns einfach deine Fragen an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at. Wir freuen uns auf deine Fragen und freuen uns auch schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.